willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad Builder. Ja, wir sind mal wieder am Start und heute gibt es eines der besten Teams, die ich jemals gespielt habe in FIFA 15 Ultimate Team. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich momentan ja nicht so besonders gut drauf bin, wie ihr eventuell wisst, und ständig verliere, aber ansonsten wirklich ein richtig krasses Team. Was besonders ist, naja, es hat viele Spieler, die geupgradet wurden, das heißt, ich kann es sogar nochmal verbessern. Leider hat es keinen anderen Talisca. Schaut euch mal die Werte von dem Jungen an. Ja, der hat 90 Schusskraft, 86 Longshots. Auf seinem Inform hatte er noch unter 80 bei beidem. Das ist richtig krass. Den muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wird bestimmt mal meine Squad-Builder kommen, beziehungsweise in der nächsten Sub-Creativity. Aber ja, heute gibt es erstmal dieses Team, wo es, ich glaube, wenn ich jetzt mal so nachdenke, 4 Upgrades immerhin gibt. Bei 11 Spielern ist das schon gar nicht mal so schlecht. Und naja, es kostet einigermaßen was, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall wert. Wir schauen einfach mal nach, wie das Team so aussieht. Wir starten im Tor und da haben wir den ersten upgradeten Spieler. Er ist nicht Bronze, er ist Gold und er heißt David De Gea. Wenn ihr Münzen braucht, um euch selber Spieler zu kaufen, wie David De Gea, ab oder Second Inform oder First Inform, schaut bei Randrun vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, damit könnt ihr mich auch noch unterstützen, also es ist auch noch was Gutes dabei, was ihr für mich tun könnt, ebenso natürlich, wenn ihr das Video positiv bewertet, würde ich mich auch sehr darüber freuen. De Gea, einer der besten Keeper im Spiel, für mich sogar der beste Keeper bei weitem, Sirigu oder auch in Tschech sind für mich absolute Pflaumen, naja, sowieso die größte Pflaume, weil er auch viel zu viel kostet, und De Gea kostet 3000 Münzen ungefähr, zumindest der Non-Upgraded, und ist ein richtiges Monster, kann einfach alles, hat gute Reflexe, gutes Hecken, gutes Stellungsspiel, Positioning, ist ja das Stellungsspiel, Ballsicherheit also, und naja. De Gea halt einfach momentan einer der besten Keeper der Welt. Innenverteidigung besteht dann einmal aus dem guten Inform Williams und auf der anderen Seite haben wir den Inform nicht, leider Gottes, aber Marcano auf jeden Fall. Ja, Williams ein richtiges Monster, meiner Meinung nach, mit 71 Tempo, 84 Defending, 84 Physik, 83 groß, mittelhohe Arbeitsraten, richtig gute Workrates, dementsprechend Premier League, auch noch eine gute Liga, kostet nur 23k, als ich ihn gekauft habe. Kann man auf jeden Fall so machen, da bin ich nicht enttäuscht. Sehr, sehr physisch stark, extrem gute Sprungkraft und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine geile Alternative für beispielsweise Spieler wie Koscielny. Ja, er ist einfach ein bisschen körperstärker noch und ein bisschen sprungstärker und so, das ist wirklich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite Marcano, der beste Silber-Innenverteidiger bisher dieses Jahr, meiner Meinung nach, fühlt sich an wie ein Goldspieler, spielt auch wie ein Goldspieler, relativ schnell unterwegs, gutes Defending, gutes Physics, gutes Dribbling vor allem auch und passend, was sehr wichtig ist für Innenverteidiger, die Silber sind, von daher passt es auf jeden Fall und damit kommen wir zum ersten Spieler, zum zweiten Spieler sogar schon, der geupgradet wurde, und zwar ist das nicht Bosejour, nein, wir sind hier wirklich bei Silber, ist wieder angekommen, schauen wir mal auf alle, und zwar ist Alexandro, genau, ja, der hat sehr gute Werte eigentlich, Hochmittelarbeitsraten, 84 Tempo, 77 Defending, 77 Physics, 81 Dribbling, 74 passend, 64 Shooting, haben wir den Inform, nicht den Inform, sondern den Upgraded noch nicht angeguckt, aber auch der sollte im Idealfall richtig, richtig gut aussehen und werde ich definitiv hinstellen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er auch ein Upgrade bekommen hat oder ob das nur auf der anderen Seite Danilo war, aber in diesem Team ist kein Danilo drin, sondern auf der anderen Seite auch ein Spieler, der geupgradet wurde, und zwar einer aus der Premier League. Ja, ihr könnt jetzt raten, wer es ist, relativ einfach zu erraten, der es ist, Seamus Coleman. Ja, bei mir noch non-upgraded, 81 Tempo, 78 Defending, 77 Dribbling und 77 Physics. Jetzt wäre auch Nathaniel Kleiner Variante für die Seite oder natürlich Kyle Walker, man kann da jeden Premier League Verteidiger hinstellen. Ich wollte da eigentlich erst in dem Fall Matthews hinstellen, habe ich ja für die günstigere Variante entschieden, weil Matthews plötzlich im Preis explodiert ist. Und naja, dazu hat er ein Tor geschossen, eine Vorlage gemacht, genauso wie Sandro, glaube ich, oder hat er nur ein Tor geschossen. Aber trotzdem sehr, sehr gute Karte auf der rechten Seite, an der besten Rechtsverteidiger der Premier League. Allerdings kommt da nicht ein Walker vorbei. Das tut allerdings auch fast keiner. Sechser sind dann einmal der gute Aaron Ramsey auf dieser Seite. Auf der anderen Seite haben wir Xabi Alonso. Alonso, der Nichtspieler, der geupgradet wurde. Ich wusste gar nicht, dass er so gute Longshots hat, sonst hätte ich normalerweise ein paar Mal öfter drauf gebrezelt. Als ich das gesehen habe, war ich gerade ziemlich geschockt. Immerhin ein Tor gemacht, eine Torvorlage. Leider relativ langsam unterwegs, ansonsten ein richtig guter Spieler. Gutes Defense. Gutes Passspiel, natürlich überragendes Passspiel, keine Frage, guter Schuss, ja, gutes Physics und das Problem war eben ist die Ausdauer einmal und natürlich das Tempo dazu, das ist ein bisschen nervig, aber auf jeden Fall kommt man damit ganz gut klar und der geupgradete wird bestimmt auch richtig, richtig gut sein. Zentrales Mittelfeld haben wir dann Iniesta, da wollte ich eigentlich den Team of the Year hinstellen, habe mich dann entschieden für den, naja, normalen, hat zwei Vorlagen gemacht, kein Tor geschossen. Trotzdem guter Spieler, sehr, sehr schnell unterwegs. Gutes Dribbling, gutes Passspiel. An sich der Schuss ist auch in Ordnung. Physics, naja, ist nur 1,70 groß, das fühlt man auch. Also ist halt klein und nicht sonderlich robust, aber an sich auf jeden Fall ein guter Spieler, kann man nichts gegen sagen. Sein Passspiel ist natürlich auch überragend, aber es gibt halt so das Manko, dass sein Abschluss und sein Schuss nicht so doll sind und er auch nicht so körperstark ist. Dafür halt ein bisschen schneller Forster-Skills, aber es gibt auf jeden Fall bessere Varianten und ich hätte eventuell nicht mal auf die hier ausprobieren können. Hab's nicht gemacht und bereue es im Endeffekt auch nicht, weil die Preise einfach viel zu übertrieben sind momentan. Jetzt kommen wir zur. Ach nee, Ramsey, alter Schwede, Ramsey hat noch gar nicht so gesagt. Ja, ist halt einfach ein Allrounder, genauso spielt er sich auch ein Tor geschossen, zwei Vorlagen, einen richtig krassen Longshot noch, ich weiß nicht, ob er überhaupt gezählt hat, ob das Spiel abgebrochen wurde. Also die Statistiken kann man sowieso nicht hundertprozentig ernst nehmen, weil viele Abbrüche dabei waren oder auch Spiele, die einfach nicht gewertet wurden. Weil ich dann rausgeflogen bin und das Spiel einfach nicht in der Statistik aufgetaucht ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, einen krassen Longshot gegen die Latte und ich weiß nicht, ob er einen reingemacht hat.
aber ihr werdet es ja sehen in den Clips. Und naja, Ramsey ist einfach ein guter Spieler. Nichts Überragendes, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Linker Flügel, kommen wir zu Franck Ribéry. Wieder mal richtig gut gewesen an sich. Leider nur 2 Tore, keine Vorlage. Sehr schöner 5-Star-Skiller. Auch da sind der Statistik natürlich verfälscht. 353.000 habe ich gekostet. Mittlerweile bestimmt runtergegangen oder so. Aber ist mir egal. 89 Tempo, 92 Dribbling. Dazu 78 Shooting und 85 Passen. Vollkommen solide der Spieler. Kann man sich nicht beschweren. 1,70 groß, 5-Star-Skill, 4-Star-Weakfoot. Was willst du mehr? Einer der besten Spieler der Welt. Keine Frage. Momentan jetzt gerade wieder von Verletzung zurückgekommen. Direkt ein Tor geschossen. Mal sehen, wie der sich jetzt in der nächsten Zeit wieder machen wird. Stürmer ist dann der höchstbewertete Spieler in diesem Team zusammen mit Iniesta. Und zwar ist es Luis Suarez. Zudem gleich mehr rechter Flügel. Natürlich Gareth Bale. Deswegen heißt das Team auch Bale's Biting. Ne? Wegen diesen beiden Spielern hier. Ja, Bale hat, wie gesagt, 204 Spiele bei mir schon gemacht. Als Erstbesitzer 172 Tore und 53 Vorlagen. Als rechter Flügel überragend. Ich denke, ich brauche nichts dazu sagen. Unfassbares Pace. Ein extrem guter Schuss. Sowohl mit rechts als auch mit links. Was überraschend ist bei 3 Sterne Weakfoot. Gutes Dribbling, gutes Passspiel. Extrem gute Physics, weil der Junge halt einfach auch einen guten Körperbau hat. 63 Defending für einen rechten Flügelspieler ist überragend und von daher passt es auf jeden Fall mit Gareth Bale auf dem rechten Flügel. Und Luis Suarez, naja, nur 7 Tore, 3 Vorlagen, es waren mehr Tore, bin ich mir relativ sicher. Hat 715.000 Coins gekostet, hat 4-Star-Skills und 4-Star-Weakfoot. Leider Gottes konnte ich ihn nicht so einsetzen, wie ich ihn hätte einsetzen müssen, denn ich habe in dem Team sehr, sehr oft halt das Problem gehabt, dass ich nicht mit umgehen konnte, beziehungsweise sehr schlecht gespielt habe und die Gegner mich dominiert und auseinandergenommen haben. Und Suarez hat auch drunter gelitten. Meistens irgendwie habe ich es versucht, so schön zu machen, ja. Ich habe ihn nicht so eingesetzt, wie ich hätte einsetzen müssen. Ich habe den Ball nicht nach vorne gespielt, geschossen, sondern nochmal einen Trick gemacht, nochmal einen Longshot versucht, nochmal einen Pass versucht, nochmal irgendwie Rabona oder irgendwas. Er ist ein sehr, sehr flairreicher Spieler, also er kann das alles auch, aber so schießt man natürlich nicht so viele Tore und deswegen habe ich ihn ein bisschen verschwendet, aber an sich natürlich ein absolutes Monster von einem Stürmer und eventuell der Beste, den ich bisher dieses Jahr gespielt habe. Das war's von diesem Squad-Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Sub-Squad-Bilder oder beim nächsten Squad-Bilder wieder. Schaut bei Randall vorbei, wenn er selber Coins baut. Das Team kostet so um die, ich habe keine Ahnung, wie viel es kostet, Bale, ich weiß es nicht, 2 Millionen oder sowas um den Dreh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wie viele Spieler momentan das kosten, vielleicht auch nur 1,5, kommt wohl wahrscheinlich eher hin, aber ist ja auch vollkommen egal. Viel Spaß bei den Toren, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.